Was haben wir da? Celebro, bist du da? Sehr schön. Sieht aus wie eine Alternativroute. Hm. Wow. Ich denke nicht, dass es geplant ist, dass ich da runter marschiere. Diese Mine ist gewaltig. Ich denke, wir sind hier tatsächlich einfach nur in eine Sackgasse gelaufen. Was haben wir hier? Ein zwischen Felsvorsprüngen eingeklemmtes Fass, aber ansonsten sieht es hier leer aus. Dann klettern wir mal wieder hoch und gehen den offensichtlichen Weg entlang. Schade. Wir müssen unbedingt aus dieser Mine raus. Und auf jeden Fall herausfinden, wer zur Hölle uns hier reingeschickt hat. Ein Skelett baumelt gemütlich von der Brücke und ein Troll. Untermalt mit ein bisschen Musik. Oh. Das sieht hier nicht gesund aus. Was haben wir hier? Mehr Tränke. Bannungstrank? Bannungstrank? Wieder eine Schmelztange. Diese Bannungstränke sollten uns bekannt vorkommen. Ich glaube aber, ich werde mir echt einen Kampfmagier machen. Auf das hatte ich schon öfter mal Lust gehabt. Und wir werden einfach sehen, wie sich das ergibt und ob sich das lohnt. Oder ob ich gnadenlos aus den Latschen kippen werde. Und ich da... Oh, wie das Holz knackt. So, zweihändige Spitzhacke. Habe ich ihn gekillt? Habe ich ihn überhaupt getroffen? Und ist das Wasser, was hier runterfließt, oder Sägespäne? Ein kleiner Wasserfall. Na, oh, dieses knarrende Holz, das macht hier überhaupt keinen sicheren Eindruck. Ein Grubenhelm. Dieser Kerl wird das Zeug nicht mehr brauchen. Nur ein Rüstungspunkt. Nee, weißt du was? Dann spiele ich mit den Stiefeln ein bisschen rum und ziehe sie an. Das Modell kennen wir aber. Und den Helm ziehe ich nicht auf. Dann sieht man meine wunderschönen Haare nicht. Denn wie wir alle wissen, habe ich selbstverständlich die Haare schön. So. Vorsichtig. Da wollte ich gerade sagen, vorsichtig, aufpassen. Hier könnten Trolle vorkommen. Und dann sagt mir selbst das Spiel, dass ich vorsichtig sein soll. Wahrscheinlich wegen diesem Lastenfahrstuhl. Dass das noch in Betrieb ist. Ich dachte eigentlich, dass diese Mine mittlerweile nicht mehr in Betrieb wäre. Da habe ich mich getäuscht. Eisenerz. Die Spitzhacke nehmen wir mal mit, nachdem wir die Erfahrung gemacht haben, dass es so schnell kaputt geht. Komm, Celebro. Komm, aus dem Weg. Jetzt komm. Wieder ein Skelett. Einfach nur ein Skelett. Hm. So viele Leichen. Wow. Ich frage mich, ob die auch von Minen ab... Ach, das war das, wo der Troll war. Wir sind gerade eben auf der Brücke angekommen, wo wir vorhin unten drunter vorbeigelaufen sind. Jedenfalls frage ich mich, ob die ganzen Leichen wirklich alle komplett daher rühren, dass sie
Oh, das Ding kommt. Dass sie in die Höhle gelockt wurden von dem Brief oder ob das einfach auch nur Minenunfälle waren. Oder vielleicht durch die Trolle, wer weiß. Oh Gott, ich brauche einen Zwischenraum. Was haben wir hier? Der Hebel scheint kaputt zu sein. Hm. Ich hatte gehofft, dass ich das Ding dann hier außer Betrieb setzen kann. Und ich denke, dieser Troll will uns zeigen, dass... Oh, wir können sogar in die Tronnen reingucken. Dieser Troll will uns zeigen, dass wir uns mit diesem kleinen Ding hier besser nicht anlegen sollten. Oh. 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 Ein kleiner Seitengang? Oder ist das der Hauptgang? Wer weiß. Oh, nicht gut. Los, Celebro. Mist. Ich hole so lange mit einem einzigen Hieb aus, dass er das Vieh schon längst erledigt hat. Und mit dem Dolch mache ich sowieso zu wenig Schaden. Oh, Minenarbeiter Brustschutz. Das kommt wie gerufen. Und eine Rolle der Wohltat. Dann wollen wir das gleich mal anziehen. Wusch. Durch die dunklen Gänge schlich und kroch ich, um aus diesem vermaledeiten Loch wieder herauszukommen. Suck on this, Bro! Habe ich ihn alleine getötet? Ich glaube nicht. Aber ich red's mir einfach ein. Ich habe den Troll alleine getötet. Yay! Solche, wirklich diese ganzen Details in dem Spiel finde ich enorm stimmig. Diese Kristalle passen zum Bergwerk, was auch immer sie darstellen sollen. Ein paar Bretter, die über einen kleinen Bach führen. Und wow, ihr glaubt nicht, wie oft ich mich schon versprochen habe in dieser Aufnahme. Ich bin noch so ein bisschen Brain AFK, wenn man das so sagen will. Seht, dort vorne ist Licht. Vielleicht befindet sich dort oben ein Ausgang. Wartet einen Moment. Okay. Oh. Oh, der Troll sieht fetter aus. Mach ihn platt. Go, go, go. Ich kann mich nicht bewegen. Was ist los? Oh. Das ist nicht gut. Verflucht. Celebro wurde von einem Höhlentroll niedergeschlagen. Und dieses Exemplar sieht anders aus als die Trolle, denen ich bisher begegnet bin. Stärker und mit schwarzem Fell. Ich sollte besser meinen Heil in der Flucht suchen, anstatt ihm gegenüberzutreten. Aber wohin sollen wir? Schnell! Ah. Hebel und Schalter können Fallen auslösen. Zeitlich richtig abgestimmt, könnt ihr Fallen auch gegen Gegner einsetzen. Zieht schnell den Hebel, um das Gatter herunterzulassen. Zack. Und... Pow! Supergeile Falle. Primitiv, aber effektiv. Ich habe zwar bisher noch keine weiteren Fallen gesehen, soweit ich weiß. Aber das lässt doch auf was hoffen, meint ihr nicht, Leute? Wow. Wenn es wirklich Fallen gibt und so ein kleines Tutorial davor gab, dann nehme ich mal an, dass es noch mehr Fallen geben wird in diesem Spiel. Das könnte ganz schön hinterlistig werden. Und unsere Fackel ist ausgegangen. Nicht gut. Den lieben Celebro können wir jetzt auch nicht mehr looten. Hätten wir vielleicht tun können, wenn wir nicht sofort weggelaufen wären zum Hebel, aber das ist nun egal. Wir haben diesen Abschnitt hinter uns gelassen und müssen weiter voran. Wir können nicht zurückblicken, wir müssen den Ausgang von diesem Ort finden. Etwas, das aussieht wie ein Wasserrad. Und jetzt kommt noch dazu, dass wir auf uns allein gestellt sind. Das kann etwas werden. Celebro war derjenige, der den ganzen Schaden ausgeteilt hat und uns eigentlich geschützt hat. Hier haben wir irgendwelche Banner, die von der Decke hängen. Und nun werden wir versuchen, allein mit einer Spitzhacke bewaffnet, hier irgendwie mit klarzukommen.
Und hoffentlich kommen nicht noch mehr von diesen schwarzen, dunklen Trollen. Oh, Kacke! Schnell, zieh den Hebel, nicht eh! Oh, oh, oh mein Gott! Wie das Vieh einfach rausgestürzt ist, meine Güte. Tatsächlich, es war ein Wasserrad. Die ganze Höhle steht unter Wasser. Ha! Suck on this, bro! Ihr da! Oh. So, wartet doch! Oh, hi! Sie verfolgen mich! Ihr müsst warten, ihr müsst mich mitnehmen! Ich kann nicht warten, ich kann nicht seitlich ranfahren! Hilfe! Ich kann nicht mehr! Spring, spring! Spring! Schnell! Komm! Nein! Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Oh, und da kommt noch einer angerannt. Ah, das ist nicht gut. Oh, und da hat er geschrien. Verdammt. Oh, nein. Oh, es ist wieder einer mit Hörnern. Hilfe. Oh, Gott. Oh, Gott. Ah, oh, es ist genau hinter uns. Ich habe keine Zeit, mir die Sachen anzugucken. Schnell, 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 schnell. Oh, eine Sackgasse, eine Sackgasse. Oh, mein Gott, Trolle. Ich hasse Trolle. Schnell, einfach weiter, immer weiter. Nicht zurückgucken, nicht zurückgucken. Warum kann ich hier nicht vorbei? Schnell. Mach zu. Der Riegel wurde vorgeschoben. Oh mein Gott, es hat rote Augen und Hörner auf dem Kopf. Das sind nicht mehr die schönen, normalen Trolle, die ich einfach mit zwei, drei heftigen Schlägen kaputt machen kann. Geh weg da. Irgendwas sagt mir, dass wir jetzt einen anderen Ausgang suchen müssen. Was haben wir hier? Zerrissene Notiz. Die Zwischenfälle mit Trollen sind in den letzten Tagen immer zahlreicher geworden. Niemand weiß, wo diese Mistviecher herkommen. Was mir aber die meisten Sorgen macht, ist das schwarze Biest. Sein Fell hat die Farbe von Kohle. Es ist größer als alle anderen Trolle und hat rote Augen. Oh mein Gott, ich habe es selbst gesehen. Dieser schwarze Troll scheint auch nicht viel von seinen Artgenossen zu halten. Jedenfalls haben die anderen Bergleute mehrere zerfleischte Trollleichen gefunden. Ihn im Kampf besiegen zu wollen, wäre töricht. Ich habe deshalb gehandelt und werde dem schwarzen Troll eine Falle stellen. Wir haben herausgefunden, dass er panische Angst vor offenem Feuer hat. Und noch viel mehr, seine Haut beginnt förmlich zu schmoren, wenn er in die Nähe einer Fackel kommt. Deshalb habe ich in der kleinen Höhle, wo er sich angeblich manchmal aufhält, 4 Halterungen für Fackeln aufgestellt. Wenn man in jede eine Fackel hineinsteckt, kann er nicht flüchten und wird verbrennen. Hoffen wir, dass es klappen wird. Fackeln haben wir hier jedenfalls genug und ich habe auch einige in der Kiste auf den Regalen gelagert. Ich fürchte, wenn wir der Trolle nicht Herr werden, dann könnte der Abbau in diesem Teil der Mine eingestellt werden. Es muss einfach funktionieren. Genau, und in dieser Notiz fanden wir gerade eben heraus, dass wir hier Fackeln finden und nur mit den Fackeln den Troll einschüchtern und besiegen können. Da ist dieses schwarze Biest. Und genau dieses haben wir auch noch am Hals. Oh, das ist ja super. 2 Hebel will ich lieber nicht ausprobieren, da ich die Befürchtung habe, dass das Tor aufgeht. Und hierfür brauchen wir einen Schlüssel. Klasse. Einfach klasse. Hier steht aber auch nirgendwo drin, wie wir an den Schlüssel rankommen. Kann das sein? Leider nicht. Gut, dann wollen wir mal an die Fackeln kommen, die da oben liegen. Oh. Leider können wir nicht mehr so Bomben hochspringen. Wir haben nicht so viel auf Akrobatik. Also, was machen wir, um an die Fackeln oben ranzukommen? Ich würde sagen, können wir das hier als Leiter benutzen? Leider nicht. Aber... Hoppala. Nein, Y. Wir können uns die Kisten schnappen und irgendwie versuchen, eine kleine Treppe oder irgendetwas zu basteln. Oh mein Gott.
und irgendetwas zu basteln, um da ranzukommen. Ich weiß nicht, ob das die Kiste auf dem Boden war oder der Troll. Es war auf jeden Fall ein sehr unangenehmes Geräusch. Komm, hepp. Vielleicht reicht das schon. Hepp. Oh Gott. Ich bin wieder runtergefallen. Komm. Das sieht so fürchterlich instabil aus. Schauen wir mal, was wir noch hier so basteln können. Reicht das nicht? Komm schon, komm schon. Ah! Das ist richtig hoch. Dann wollen wir uns mal was Gescheites basteln. Und nicht solche halbherzigen Versuche starten. Ja. Ah. Yes. Ich habe 4 Fackeln gefunden. Mit ihrer Hilfe kann ich den schwarzen Troll töten. Das wird auch nötig sein, denn um weiterzukommen, werde ich einen Schlüssel brauchen. Es würde mich nicht wundern, wenn ich den irgendwo im Nest des Trolls finde. Na super. Ah. Oh mein Gott. Dann wird es jetzt langsam Zeit. Oh, der Troll ist verschwunden. Es wird trotzdem langsam Zeit, dass wir jetzt zum Nest des Trolls rennen. Oh, kann ich sogar als normale Fackeln benutzen. Mache ich mal lieber nicht. Ich will sie nicht verbrauchen. Okay, Leute, es wird Zeit, in das Nest von diesem Mistvieh zu rennen und schnell diese Fackeln anzubringen und dann wieder abzuhauen. Ich hoffe nur, ich muss diese Teile nicht ausgerüstet haben. Und in so einer Situation muss ich wieder daran denken, wie hübsch das Lightning ist. Wo sind wir gerade lang gegangen? Oh, hier waren wir noch nicht. An diese Blutlachen kann ich mich nicht erinnern. Brennt der da hinten? Oh Gott, da kommt er. Schnell, schnell. Er ist direkt hinter mir. Schnell, schnell, schnell. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er, da ist er, da ist er. Komm schon. Ist er tot? Nein, noch nicht. Geh weg. Fall um. Fall um. Ihr habt euch den Erfolg Fallensteller verdient. Oh, 150 Erfahrung. Es ist mir gelungen, den schwarzen Troll zu töten. Nun sollte ich mich hier nach einem Schlüssel umsehen. Wer weiß, was dieser Troll alles gefressen hat. Ich sollte ihn durchsuchen. Ihr habt nun genügend Erfahrungspunkte gesammelt, um eine Stufe aufzusteigen. Öffnet nun euer Tagebuch im Inventar, um aufzusteigen. So, rechts oben in unserer Bildschirmecke sehen wir immer, wenn wir ein Level-Up haben, dieses mysteriöse Dreieck. Würde mich nicht wundern, wenn dieser Troll den Miner gegessen hat, der den Schlüssel hatte. Yo, wir fressen das Schlüssel. Lecker. Und unser Tagebuch selbst im Inventar hat jetzt auch so ein Dreieck, damit wir direkt sehen können, dass wir ein Level-Up haben. Und über das Tagebuch können wir nicht nur Level aufsteigen, sondern auch alle möglichen anderen Sachen nachgucken über unser Handwerk, über unsere Jagd, Spezialfähigkeiten, bestimmte Statistiken, verfügbare Zaubergrade und generell alle möglichen Menüs. So, mit eurem Stufenaufstieg habt ihr 10 Lernpunkte bekommen. Diese könnt ihr bei speziellen Trainern gegen Fertigkeiten, zum Beispiel Schwertkampfschütze, eintauschen. Das heißt, das macht man jetzt nicht mehr so einfach so kurz nebenbei beim Trainieren, sondern man muss richtige Trainer finden, die es einem beibringen. Das ist ein kleiner Umstand. Ein bisschen schade, dass man es nicht durch Benutzung lernen kann, aber anderes System. Mal sehen, wie wir damit klarkommen werden. Es wird euch gewahr, dass ihr euer gesamtes Leben wie in einem Traum verbracht habt. Plötzlich angesichts der Prüfungen der letzten paar Tage erwacht in euch das Leben. Ich denke, das ist die normale Oblivion-Schrift, bin mir aber nicht ganz sicher. So, 3 Sachen können wir verbessern. Hier haben wir auch keine Bonuspunkte oder so etwas. Und müssen einfach so steigen. Was nehmen wir? Wie wir sehen können, diese Werte hier sind ziemlich gleichmäßig verteilt. Obwohl wir einen Magier genommen haben, ist unsere Intelligenz genauso hoch wie unsere Stärke.
Also von daher. Die Beschreibungen sind auch ein bisschen anders. Bei jedem Stufenaufstieg erhöht sich euer Mana um ein Zehntel des Wertes an Intelligenz, den ihr über 40 habt. Bestimmt eure Mana-Menge und den Mana-Verbrauch eurer Zauber. Aber nicht den Schaden eurer Zauber. Ich würde mal sagen, sogar für unser Leben, Konstitution, haben wir auch genug. Ich würde sagen, wir machen trotzdem mal einen Punkt im Intelligenz rein, wieso nicht? Und wir wollen ja einen Kampfmagier machen, da nehme ich mal auch Stärke. Und als drittes entweder Willenskraft, Mana-Regeneration oder noch zusätzliches Leben oder Geschicklichkeit. Geschick ist vielleicht schlauer, wenn wir einen richtigen Kämpfer machen wollen. Und da wir Konstitution und Willenskraft schon auf 40 haben, denke ich mal, machen wir ihn Geschick, damit wir nicht so leicht umzustoßen sind. Könnte sein, dass ich jetzt vollkommen falsch die Fertigkeitspunkte verteilt habe, weil ich keine Ahnung von diesem Spiel habe. Aber das werden wir wahrscheinlich erst im Laufe des Spiels sehen. Und irgendetwas sagt mir auch, dass diese einzelnen Punkte keinen so großen Einfluss haben auf unsere Effizienz. Oh, Stinkmorchel. Ich weiß nicht, ob es die Pilze schon gab bei Oblivion, aber wir haben sie bis jetzt noch nie eingesammelt. Mist. Riesenschirmling. Ja, aber wie gesagt, unsere Werte sind derzeit alle bei 40. Und wenn wir einen einzigen Punkt hochsetzen, von 40 auf 41, ist das jetzt nicht so ein bombenmäßiger Unterschied. Was bringen die Hebel eigentlich? Oh, ich hatte befürchtet, wenn ich den Hebel ziehe, werde ich den Troll hereinlassen, aus was für einem Grund auch immer. So hätten wir die Fackeln runterstoßen können. Hm, gut zu wissen. Und der Hebel ist kaputt. War wahrscheinlich dafür. Tja, dafür ist es jetzt zu spät. Falls ihr das Spiel spielen wollt, wisst ihr Bescheid. Oh, und noch eine andere kleine Sache, die euch interessieren dürfte, Leute. Dieses Spiel, Nerim, ist kostenlos. Wenn ihr Oblivion habt. Ihr müsst zwar die Oblivion-Basisdateien haben, um Nerim installieren zu können, aber Nerim selbst ist kostenlos. Nerim.de ist die Homepage von dem Entwicklerteam und könnt ihr ganz kostenlos runterladen. War ja auch schließlich mehr oder weniger ein Fanprojekt. Wurde ohne irgendwelche Supportergelder finanziert oder sonst irgendetwas. Alles aus eigener Tasche mit der eigenen Zeit. Erschaffen. Das klaue ich dir. Hübsche Augenbinde kann ich mir leider nicht nehmen. Beim Erstellen des Charakters konnte man übrigens auch Augenbinden nehmen. Aber irgendwie hat mir das gesagt, dass wir dann für den Rest unseres Lebens mit Augenbinden rumlaufen werden. Auch wenn sie als Stirnband bezeichnet wurden und nicht als Augenbinden. Hört ihr das? Ich höre Trolle. Komm her. Ich höre immer noch Kampfmusik. Woher? Da kommt er. Komm schon. Da steht noch einer, oder? Nee, das war ein Felsen. Was ich aber auf jeden Fall sagen wollte, schaut euch das Lightning an. Der Wahnsinn. Das sind nur so Kleinigkeiten. Und ich kann mich wirklich nicht erinnern, sowas jemals bei Oblivion gesehen zu haben. Vielleicht bei Shivering Isles, ich weiß nicht. Aber allein diese Pilze mit dem leichten bläulichen Leuchten, mit dem leichten Glow, haben echt etwas. Dann haben wir hier noch so rötliche Pilze. Roter Porling, können wir alles looten. Gut, diese ähnlichen Pilze in Oblivion konnte man auch looten, aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin einfach nur begeistert, wie das hier gelöst ist. Was haben wir hier? Taverne zum rostigen Grubenfass, aha. Eine kleine Taverne für die Minenarbeiter, wo sie sich ausruhen konnten. Die sieht zwar nicht mehr großartig besucht aus, aber wir gehen trotzdem rein. Vielleicht finden wir etwas Interessantes. Aber die Waffe sollten wir trotzdem mal ziehen. Wer weiß.
irgendetwas, was zurückgelassen wurde von den ganzen Minenarbeitern. Rostige Kriegsaxt, das klingt schon mal super. Wo haben wir das? Zwei Angriff. Hat so viel Angriff wie unser Dolch. Und unser Dolch ist sogar schwieriger. Wow, okay. Schwerer Dolch wiegt 7 Kilo. Rostige Kriegsaxt. Wow, die sieht wirklich billig aus. Und extrem dünn. Na, bleiben wir mal bei der geschärften Spitzhacke. Ich habe das Gefühl, dass die 3 Schaden sich bemerkbar machen. Etwas Branntwein, da bin ich immer direkt dabei. Oh, ich habe irgendwas eingesammelt, wovon ich nicht wusste, was es war. Schubladen? Moment, wo war das? Wo war das? Oh, hier. Leider nichts Interessantes. Ich brauche unbedingt Fackeln, es ist so finster. Oh. Blocken, blocken, blocken. Tu mir nichts. Scheint hier alles clear zu sein. Das nehme ich natürlich sofort mit. So ein Amulett und ein Ring ist schon was Schickes. Das gehört dazu. Als Frau. Ich bin eine Frau. Jägerlederhosen. Das ist keine Rüstung, oder? Geschnürte Lederhose haben wir. Nein, hat keine Rüstung. Aber vielleicht sieht das besser aus. Ah, nicht wirklich. Oh, das habe ich auch noch nicht bemerkt. Benötigte aktuelle Lernpunkte 10. Damit können wir zu den Trainern gehen. Und ab und zu kriegen wir sogar... Oh, Gold. Kriegen wir sogar eine Auskunft, wie ihr gerade eben gesehen habt. Wie viel wir noch zum nächsten Level up brauchen. Nice. Oh, es ist so stockfinster. Ich hoffe, ich verpasse hier keinen Loot. Schauen wir mal, ob wir irgendwas reparieren können. Ich habe nur so ein bisschen Furcht, dass mir der Hammer kaputt geht und da wir sowieso keinen Reparaturskill... Und da wir sowieso keinen Reparaturskill damit skillen können, indem wir Sachen reparieren, können wir das eigentlich auch gleich lassen bei der Schrottausrüstung, die wir am Anfang überall einsammeln. Oh, fellüberzogene Beinschienen. Na, das sieht doch mal nach einer brauchbaren Rüstung aus. Jawohl, ein Rüstungspunkt. Geht zwar ein bisschen durch meine Stiefel, aber das ist in Ordnung. Wir sind reich. Wir wollen diese Taverne wieder verlassen. Die ist mir absolut nicht geheuer. Was da alles drin rumgelegen hat. Ich meine, diese Höhle und diese Mine sind mir auch absolut nicht geheuer, aber wir müssen hier durch. Oh. Ist das da hinten wieder ein Troll? Ich weiß nicht, ich glaube schon. Oh. Ja, das ist ein Troll. Ich habe leider keine Fernkampfwaffe. Und noch 2 leichte Hits. Stone, beruhig dich, das ist nur der Anfang, die Gegner sind noch nicht schwer. Oh, der war im Dunkeln. Den habe ich fast übersehen. Komm, komm. Ah. Oh. Ich hab doch gewusst, dass noch was kommt. Ah, und... Komm schon. Ich krieg dich. Suck on this, bro. Und was auch wunderschön ist, falls euch das schon aufgefallen ist, der Charakter schreit nicht mehr so unmenschlich, wenn er getroffen wird oder wenn er irgendwelche Monster schlägt. Das heißt, wir haben hier nicht mehr wie bei Oblivion einen männlichen Charakter, der wie die letzte Frau schreit, sondern einen weiblichen Charakter, der auch noch gelernt hat, die Schnauze zu halten. Das ist so schön. Ich meine, das hört sich jetzt ein bisschen extrem von mir an, aber... Es ist die traurige Wahrheit. Wen haben wir denn hier? Eine Leiche?
Okay. Pfeile, die nach unten zeigen. Oh, es ist so finster, da will ich noch nicht rein. Schauen wir erstmal, was es hier gibt. Es sieht eigentlich nur aus wie ein Weg, auf dem Erz transportiert wurde. Aber hier leuchtet etwas. Und wir haben tatsächlich noch zwei Tränke gefunden. An dieser kleinen beleuchteten Stelle, wo man nicht weiß, woher das Licht kommt. Oh, ich bin echt neugierig, was da unten ist. Oh, diese Dunkelheit. Okay.